Way! Johnny, hast du einen Knall? Du bist krank! Was noch? Was kommt noch? Konzerne auf die Bühne schleifen, hinziehen lassen, mit Sprit übergießen und abfackeln! Komm her! Los, komm schon! Johnny! Johnny! Du bist nicht die Band! Das ist keine Solo-Show! Komm her! Los, komm schon! Du wirst abstürzen und uns alle... Ich bin aber der Einzige, der eine Vision hat. Wie gesagt, solange du keine bessere hast, fick dich ins Knie. Scheiße. Zum Konzert oder ein Carry? Hä? Ich dachte, du würdest heute nicht kommen. Ich sorg dafür, dass du es tust. Hab's mir anders überlegt. Hab heute keine Verwendung mehr für dich. Also verpiss dich. Weißt du, ich dachte... Dass das was Ernstes ist? Wir uns nahestehen? So nah, dass du mir wegen was auch immer ans Bein pissen kannst? Hast ja ganz schön Vorstellungskraft. Wohin gehst du? Hab noch was vor. Alt. Spaß dir. Für wen auch immer. Wir spielen morgen wieder. Aha. Du könntest vorbeikommen. Lass uns abhauen. Willst du ein Schlückchen mittrinken, Silberrocker? Verpisst euch. Aha, da hat einer eine kurze Lunte, hä? Nein! Oh. Komm, hoch mit dir. Lang nicht gesehen, Johnny. Wann habe ich dich das letzte Mal zusammengeflickt? Vor 2 Wochen? Wo ist Alt? Wo ist wer? Die Frau, die bei mir war. Er hat dich gebracht und sonst niemanden. Fuck, sie haben sie. Keiner hat was gesehen. Frag deinen Retter. Meinte, er heißt Thompson. Ben Watson, das warst du? Wir müssen reden. Okay. Ist zwar nur Stückwerk, aber die Naht sollte halten.
Ruh dich aus. Ein paar Stunden, damit sich die Stiche beruhigen können. Aha. Johnny. Ach, vergiss es. Du hörst eh nicht auf mich. Also, rede. Die wollten sie. Du warst halt im Weg. Und du standst nur eierschaukelnd rum, blöd glotzend und von morgen träumend. Hätte ich mich eingemischt, hätte er uns beide zersäbelt. Hast du seine Reflexe gesehen? Natürlich nicht. War zu schnell dafür, hm? Tech wie diese findet man nicht auf der Müllhalde. Hast Glück gehabt. So ein erstklassiger Hinweis. Gutes Material. Echt schade, dass mein Hinweis hinten in den Van geschmissen wurde, der dann abgedüst ist. Hast du vor, was zu unternehmen? Die war doch dein Output, oder nicht? Dass sie Alt entführt haben, nur Mittel zum Zweck. In Wahrheit geht's um mich. Weißt du überhaupt, womit sie ihr Geld verdient? Die Schnitte ist einer der besten Runner, die es gibt. Und? Eine unter wie vielen? Nein. Die einzige Verbindung zu Arasaka ist, dass Johnny Silverhand sie knallt. Sie hat in letzter Zeit für ITS gearbeitet. Hat für die ein echt krasses schwarzes Eis geschrieben. Unknackbar, nicht reproduzierbar. Und? Eine unter wie vielen? Nein. Die einzige Verbindung zu... Sie hat in... Arasaka wollte sie haben. Entführung ist für die eine standardmäßige Maßnahme im Konzernwettstreit. Okay, was wollen die? Soulkiller, eine KI. Schon mal gehört? Ah, klar. Großstadtlegende mit einem echt beschissenen Namen. Von wegen Legende. Soulkiller existiert. Und deine Chumbas bei Saka haben gerade die angeheuert, die sie geschrieben hat. Stell dir das mal vor, wenn Saka Soulkiller nach Belieben einsetzen könnte. Übel, ganz übel. Kannst du dir das vorstellen? Nichts wird Arasaka stoppen können. Jeden Runner, der versucht, an ihrem Eis zu kratzen, wird Soulkiller einfach ausknipsen. Ich hab's gesehen. Es gibt nicht den geringsten... Cool. Erzähl mir den Rest unterwegs. Hör ich da massive Zweifel raus? Älteste abgedroschene Story der Welt. Arasaka wollte mich provozieren. Und es hat geklappt. Also dann, wie sieht's aus? Kommst du mit? Mit wohin? Arasaka Tower, um Alt zurückzuholen. Nur wir beide? Sind bei dir ein paar Kontakte lose? Lass auf dem Weg im Atlantis vorbeischauen. Hab da ein paar Chumbas. Ich warte im Wagen. Aber nicht ewig, okay? Du wirst so lange warten, wie es sein muss. Wo zur Hölle ist Rogue? Oben sitz. Entspann dich. Silverhand! Hab hier einen Schuldschein mit deinem Autogramm drauf! Du könntest mich also nicht vergessen. Hast du Rogue gesehen? Ja, sie ist oben. Hab gehört, ihr beide werdet nicht mehr, Tja, falsch gehört. Verficktes Teil! Johnny, hilf mir mal kurz.
Hab gehört, du redest nicht mehr mit mir. Weiß nicht. Ich scheine doch gerade mit dir zu reden. Und, was ist jetzt? Jetzt kannst du dich ins Knie ficken. Heute. Llegaste hace poco. Drei Minuten, um aus dem Gebäude rauszukommen, nicht länger. Reicht nie im Leben. Die Schockwelle macht im Umkreis von 500 Metern alles platt. Alles senkrecht, Engels? Da drin läuft gerade ein privates Treffen. Ist Stroke auch da drin? Ja, aber... Ja, ja, privates Treffen. Wird super unaufdringlich, unauffällig sein, versprochen. Gott, wie ich diese Dreckstadt hasse. Ich hasse diese schleimigen Fixer-Arschlöcher. Johnny. Kenn dich nicht. Kein Problem. Solange alle anderen wissen, wer Johnny Silverhand ist. Rogue, welch nette Überraschung, dich hier zu sehen. Wir warten auf einen Kunden. Einer, der auf Diskretion Wert legt. Immer noch angepisst wegen neulich? Was meinst du, Johnny? Dass du mich angelogen und das Leben meiner Leute aufs Spiel gesetzt hast? Oder dass du hinter meinem Rücken drei Frauen gevögelt hast, bevor es mit uns vorbei war? Ich hab einen Job. Mehr nicht. Ist dringend. Aber ich hab Knete. Wie viel? Halt dich da raus! Das geht dich nichts an. Und ab. Rocksteady hat gerade den Geldbeutel gezückt. Du raffst es nicht. Er ist nicht wegen dem Job hier. Er will mich bescheißen. Beim letzten Mal. Diesmal schlauer. Verlang die Kohle einfach im Voraus. Also, wie viel, Rockstar? Ist wichtig. Nennt mir euren Preis. Aha. Also entweder schwimmst du im Geld, oder du glaubst, dass wir eh nicht lebend rauskommen. Wie auch immer. Du kommst mit. Deal. So ist es. Dringend, allerdings. Johnny! Hast du nicht geschnallt, dass man dich beschattet? Mr. Silverhand. Sie werden uns begleiten. Bringst du mich zu alt? Hatte ich mir gedacht. Mit mir! Na los! Macht eine Runde! Heißt euch doch! Sehr gut! Weiter so! Blockiert ihn! Ein Baby? Im Ernst? Den hast du diesmal angepisst, Johnny! Verdammt! Neu auffüllen! Oh. Fertig sind wir nicht. Haltet das Tempo! Ja! Greift mich!
Noch jemand? Nein, dachte ich mir. Dauert das noch länger? Unten werden noch mehr sein. Darauf wette ich. Wir parken draußen. Kommst du? Thompson wartet im Auto auf mich. Wer? Medienfuzzi. Kennst ihn nicht. Unten werden noch mehr sein. Darauf wette ich. Er hat kein Recht zu leben. Wir parken draußen. Kommst du? Thompson wartet im Auto auf mich. Medienfuzzi. Kennst ihn nicht. Wir haben jemanden am Arsch.
Arasaka, Evie! Die dürfen uns nicht erwischen! So übel. Und jetzt? Wir müssen die loswerden. Nächste rechts, los! Ich glaube, die haben wir abgeschüttelt. Ich halte an, dann unterhalten wir uns. Also dann, wen holen wir aus den Fängen von Arasaka? Alt Cunningham, Netrunner von ITS. Verstehe. Der Tower, haben Sie sich ja dorthin gebracht. Wird ja immer besser. Wie wollt ihr das aufziehen? Hat einer von euch Vollpfosten einen Plan? Yep, wir lenken sie ab mit einer Menge Lärm. Nance, sie weiß, wie man Publikum anzieht. Ich rufe sie an. Wir machen das direkt vor Arasakas Nase und drehen so laut auf, dass denen die Scheiben rausfliegen. Ein Gig für die Geschichtsbücher. Team ist direkt vor Ort am Arasaka Tower. Und sie sind sich alle einig, dass vor Ort ein Psychoaktivum freigesetzt wurde, um den Aufruhr zu stoppen. Alles klar. Du nimmst die ganze Sache auf? Warum? Willst du jemanden daheim grüßen? Tu, was du tun musst. Aber komm mir bloß nicht in die Quere. Thompson. Kennst du ihn gut? Nein. Warum fragst du? Ich mag den Typen nicht. Ich trau ihm nicht. Außerdem bringen Reporter Pech. Was? Pech? Was, wenn jemand eine Aufzeichnung findet? Von uns, wie wir in den Arasaka Tower einbrechen. Da sorgt euch drum, falls wir es rausschaffen. Wir haben nicht viel Zeit. Beenden wir das. Ergib dich einfach! Umzingelt ihn! Ich trage ihn weg ab! Schwere Verluste! Ich werde uns. Schieß! Und nachher! Lade nach! Brauche Deckung! Scheiße, abgeschlossen. Was jetzt? Moment, ich kümmere mich drum. Gib mir Deckung. Bereit oder nicht? Jetzt komm ich. Ich seh's hier. Da kommen vier auf uns zu. Macht euch bereit. Spielen? Mit mir? Na los!
runter! Position übernehmen! Feuer! Warte nach! Gleich geht's weiter! Lass mich mal. Ach, du Scheißteil! Versuch's hiermit. Ah, jetzt verstehe ich, warum wir ihn dabei haben. Drei, zwei, eins. Verluste! Weiter so!
sie auf! Richtig gut! Ja! Ich rate dir, sie nicht zu stören. Was habt ihr mit ihr gemacht? Ich habe sie an das Projekt ihres Lebens gesetzt. Geh weg von ihr! Hey, hörst du mich? Alt. Ist sie? Alt, komm schon, tu das nicht! Fuck! Johnny. Was zur Hölle soll das? Nimmst du immer noch auf? Wir können jetzt nur noch ein... Ändert nichts! Sie ist... Johnny! Hör auf! Willst du ihn umbringen? Wir müssen los. Johnny, sie ist tot. Also, raus damit, bevor du platzt. Thompson, was ist aus ihm geworden? Kein Plan. Haben nie wieder zusammengearbeitet. Vielleicht, weil du ihm die Fresse poliert hast, damit es dir besser geht. Der Typ war ein beschissener Aasgeier. Wollte Alt von Anfang an nur benutzen. Als Arasaka sie ermordet hat, war das für den das Sahnehäubchen obendrauf. Fuck, hätten sie es nicht getan, hätte er sie gekillt. Alles für seine verkackte Story. Hattest mir ja einiges über Alt nicht erzählt. Ach ja? Zum Beispiel? Weiß nicht. Dass sie ein Paar wart. Dass sie Soulkiller geschrieben hat. Dass sie tot ist. Wie zum Teufel soll sie uns jetzt noch helfen? Als Geist. Alt ist nicht tot. Sie konnte fliehen. Ich habe ihre Leiche gesehen. Alt ist entkommen. Ins Net. Wann hast du das rausgefunden? Als sie mich kontaktierte, ein bisschen später. Und? Was hat sie gesagt? Dass sie im Arasaka-Subnet gefangen ist, aber sie ihr nichts tun können. Und dass ich nicht nach ihr suchen soll. Und? Was hast du getan? Hab mir 2 thermonukleare Sprengsätze besorgt. Und bist dann zurück zum Arasaka Tower. Also, bereit? Kommen wir, hauen ab. Also, bereit?
Komm, wir hauen ab. Also, bereit? Woher weißt du, dass Altima noch da ist? Ist ein halbes Jahrhundert her. Und du hast es abgeschottet in Mikoshi verbracht. Network hat sie vielleicht schon vor Jahren gekillt. Oder Arasaka. Oh, versucht haben sie es, glaub mir. Aber ihre winzigen Konzernehirne haben keine Chance gegen eine freie KI wie sie. Während die im Crystal Palace nach ihr gesucht haben, hat sie für Kang Tao lässig die Ghost City gebaut. Und Rogue ist mit dir mitgekommen. Wieder. Hab sie gut bezahlt. Hast es selbst gesagt, sie war die Beste, konnte sich die Jobs aussuchen. Aber aus irgendeinem Grund nahm sie einen Job von einem Rockstar mit Todeswunsch an. Einem, der ständig von Arasaka den Arsch versohlt bekam. Andere Zeiten, Junge. Söldner verkauften sich damals in der Regel nicht an Konzerne. Musstest nur was wie "Lass Arasaka ficken" brüllen und jeder einzelne von ihnen spritzte sofort ab. Inklusive Rogue. Die Voodoo Boys meinen zu wissen, wo sie ist. Hinter der Black Wall. Wo niemand an sie rankommt. Und Brigitte ist bereit durchzubrechen. Um mit Al zu reden, sie zu kontaktieren. Zu viel für unseren kleinen Profi? Einen Moment. Und? Hat's geklappt? Fertig. Das Fragment von Silverhand Engram ist kopiert. Jetzt können wir Kontakt mit Alt aufnehmen. Erst müssen wir tiefer eintauchen. Jenseits gibt es keine Grenzen. Jenseits der Black Wall. Nur wenige waren je auf der anderen Seite. Und keiner kehrte zurück. Sie wird die Erste sein. Hab meinen Teil getan. Jetzt bist du dran. Bevor du auf die andere Seite gehst, will ich Johnnys Psyche loswerden. Wir bleiben hier. Du bringst den Code auf die andere Seite. Schätze, mir bleibt nichts anderes übrig. Ah, nee. Also, wie komme ich auf die andere Seite? Brigitte? Halt! Johnny. Du kannst hier nicht bleiben. Alt Cunningham. Jarvis, Yapataki Network. Was zum Teufel ist hier los? Wir haben unsere BBSs durchbrochen.
Wir waren das nicht. Network Shop. Was? Wirklich? Was war das eben? Konntest du sie nicht einfach ausschalten? Netwatch waren diesmal gut vorbereitet. Bestimmt Mosley, der Wichser. Scheiße. Ich habe einen Netwatch-Agenten hergeführt. Der Typ muss mir einen Tracker untergejubelt haben. Er hat einfach heimlich den Virus, der Voodoos mit seinem eigenen Tracker setzt. So haben sie bestimmt hergefunden. Das ist egal. Das gesamte Subnet wurde zerstört. Alt, du hast uns da rausgeholt. Heißt das, zwischen uns ist alles okay? Keine Probleme? Ich habe deinen Engram-Code erkannt, aber ich weiß nicht, warum du hier bist. Damit du dich für den Arasaka Tower revanchieren kannst. Wie? Das ist Alt. Der beste Netrunner, den es je in Night City gab. Alt, das ist Wie. Du musst ihm das Leben retten. Wie du siehst, hat Johnny schon alles genau geplant. Die Frage ist allerdings, was du dafür haben willst. Netwatch-Propaganda ist effektiv. Siehst du mich als Dämon, an dem du deine Seele verkaufen musst? Hör zu, ich will nur überleben. Ich kann dir nicht helfen. Können oder wollen? Können. Um das zu versuchen, bräuchte ich fortgeschrittenerer Technologien. Was? Aber es ist deine Tech. Du hast Soulkiller erschaffen. Mein Programm hat wenig mit dem gemeinsam, was Arasaka daraus gemacht hat. Okay, wie wär's mit Mikoshi? Fortgeschritten genug für dich? Wenn ich Zugang zu Mikoshi hätte, würde es nicht mehr existieren. Gut, das ist ein Anfang. Wir verschaffen dir Zugang zu Mikoshi. Und du hilfst Wie. Deal? Was genau kannst du für mich tun? Bisher hat man mir gesagt, dass es schon zu spät ist. Mann soll heißen Hellmann? Saburus persönlicher Arschlecker? Mit dem Soulkiller in Mikoshi werde ich ein Konstrukt von dir erschaffen. Und dann dein Neuralnetzwerk von Johnnys lösen. Dann setze ich dein Engramm wieder in dein Körper ein. Okay, also haben wir einen Plan. Aber wie erreicht ihr Mikoshi? Ich habe das mit ganzen Armeen nicht geschafft. Das waren Kinder des Netz. Das war dein Problem. Wir bauen auf den menschlichen Faktor. Wir schmuggeln dich klammheimlich nach Mikoshi. Nun, sind wir uns einig? Ja. Finde einen Weg nach Mikoshi. Ich bereite ein Programm vor, mit dem du das LocalNet navigieren kannst. Wie kontaktiere ich dich, wenn ich bereit bin? Dies ist eine BBS-Adresse, über die wir sicher kommunizieren können. Alt, bevor wir gehen, muss ich mit dir reden. Alleine. Nein, das ist nicht möglich. Das nennt man dann wohl Karma. Die Scheißrunner waren selbst schuld. So befriedigend das auch ist, wir müssen los. Stimmt. Grummelbacke ist ja noch übrig. Funktionär!
Minenjachter! Aha, kann nicht so schlimm sein, wenn du noch Witze machst. Oh, fuck!
Das war die Pumpe. Ruh dich aus. Nicht, dass du mitten im Job abklappst. Bla, bla, bla. Arasaka ist scheiße. Bla. Mikoshi zerstören. Du verwandelst dich echt in mich. Könnte sein. Wir zoffen uns wie zwei alte Säcke auf der Parkbank. Vielleicht ist es an der Zeit, uns endlich gegenseitig zu vertrauen. Keine Ahnung, wohin ich gehe. Eine lebende Legende, das wollte ich werden. Und jetzt bin ich so gut wie tot. Wie erkennst du deinen wahren Wert? Im Tod. Stell dich ihm. Blick ihm direkt ins Auge. Du kannst es immer noch zu was bringen. Ja, vielleicht. Okay, los. Zurück an die Arbeit. Dann los. Oh.